Einen wunderschönen guten Tag und schön, dass du wieder mit dabei bist. Lass dir noch eins gesagt sein. Es gibt zwar tägliche Orakel für dich um 7 Uhr bei mir auf dem Kanal, aber es gibt auch tägliche Livestreams um 20 Uhr, wo du die Karten auf deine persönliche Frage hin, ja, befragen kannst für einen kleinen Ovolus. Wenn du aber damit dabei sein möchtest, solltest du Kanalmitglied werden, weil wir brauchen eine sichere, ungestörte und vor allem auch private Atmosphäre, weil es sind ja auch persönliche Dinge, die da besprochen werden. Also Kanalmitgliedschaft unten aktivieren und los geht's mit dem heutigen Orakel. Es geht los mit dem Hirsch. Übernimm die Führung. Ja, diese Führung darfst du heute übernehmen in Bezug auf, ja, Arbeit, kann man schon sagen. Hier liegen neue Verträge drin, hier liegen auch neue Ideen drin für dich. Aber heute musst du auch für dich entscheiden. Ist es nur Sex? Ist es eine langfristige Beziehung? Bist du in deinem seelischen Weg? Könntest du mehr für dich tun? Oder lebst du schon klar das, was du schon immer leben wolltest? Heute ist ein ganz, ganz wichtiger Tag. Heute liegt vieles in deiner Entscheidungskraft. Und man sieht das hier, die Vielfalt. Man hat die Arbeit, man hat den Sex, man hat Freundschaft und Beziehung, man hat die Spiritualität, man hat Dokumente, man hat die Klarheit und man hat die doppelte Tatkraft. Ja, also man muss wirklich was tun. Man muss für sich was tun, für sein Seelenwohl. Das wird dir heute sehr, sehr stark aufgezeigt. Und der Hirsch sagt dir eben, dass du die Führung hier übernehmen sollst, damit du in deinem Sein auch wirklich bewusst das erreichst, was du dir wünschst. Ja? Da haben wir noch die Schmerzenstränen. Mond der verbotenen Liebe. Ja, der Mond in der verbotenen Liebe sagt immer so, ja, vielleicht bist du noch nicht ganz über etwas hinweg, worüber du schon hinweg sein solltest. Ja. Wenn du aber noch nicht darüber hinweg bist, dann bist du auch noch nicht bereit für was Neues. Und da ist deine Entscheidungskraft eben getrübt. Ja? Da bist du dann eher in der emotionalen Linie, anstatt in der rationalen Linie, wo du dann wirklich betrachtest, was das hier und jetzt gerade sagen möchte. Weil wenn du dir immer wieder sagst, vielleicht kommt er oder sie, vielleicht kommt er oder sie, da bist du in einem Hamsterrad gefangen oder besser gesagt in einer Wiederholungsschleife, die nicht gut für dich ist. Warum ist sie nicht gut für dich? Weil sie dich präsent von deinem Seelenglück abhält und du dir selbst immer nur schadest. Du baust dir eine Beziehung auf oder auch eine Zukunft, die so derzeit im Hier und Jetzt nicht akzeptiert wird und auch nicht vom Universum gegeben werden kann. Da solltest du lieber für dich in die Fülle gehen und das Hier und Jetzt annehmen und sagen, okay, auch wenn mein Herz jetzt mal blutet, jetzt darf es weitergehen. Ich übernehme aber, wie gesagt, schon die Führung für mein Leben. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann haben wir hier den Wombat, ein wunderschönes Tier. Fühle dich zu Hause in der Welt. Und das ist dann natürlich, was dir dann bewusst wird, so dass du gar nicht mehr gewusst hast, wer du bist. Du hast dich in deiner Entscheidungsfindung aus dem Emotionalen heraus eben, ja, in der Welt verloren. Und jetzt öffnet sich dir dann wieder die Welt. Die Welt sagt zu dir, hey, ich bin da, wir gehen jetzt gemeinsam, zwar einen nicht so leichten Weg, aber wir schaffen das. Und das ist das Schöne daran, weil dein Sein, deine Engel sind bei dir, die geben dir auf jeden Fall die Stütze. Die zeigen dir auch, hey, hier musst du dich so entscheiden, hier sollst du so entscheiden. Du wirst heute also sehr, sehr viele Impulse bekommen, dass du dich auf deinem seelischen Weg wieder wohlfühlst, dass du erkennen kannst, die Entscheidung, die du triffst, die ist etwas Forderndes und Zwingendes, damit du für dich nicht wieder in der Wiederholung gerätst, sondern ein klares, schönes Zukunftsvisionchen, Visionchen. Warum sagen wir nicht einfach Vision? Lieber dreimal versprechen. Ja, und das, eine klare Zukunftsvision aufzubauen, ja. Hier sieht man, dass du noch ein bisschen in den Zweifel gerätst, was deiner inneren Stimme so ein bisschen entspricht. Aber da kannst du ganz klar erkennen, dass du dir selbst vertrauen kannst. Und du siehst, der Fortschritt ist die Hofdame der Nächstenliebe. Das ist die Schwesterlichkeit. Das ist einfach die Unterstützung. Das ist die Wertschätzung für all das, was du tust. Und wenn das heute vertraglich kommt, das heißt wundervolle Post, die dir mal wieder weiterhilft, oder auch in der Arbeit oder auch im zwischenmenschlichen Bereich, weil du dich nicht nur für Sex oder Hingabe entscheidest, sondern für dich selbst entscheidest und deinen Wohlfühlfaktor, ja, dann wirst du erkennen, dass all diese Bereiche hier, in denen du dich entscheiden musst, weil du sollst ja die Führung übernehmen, heute in eine emotionale, positive Schwingung geführt werden, wenn du tatsächlich für dich stehst. Und das ist sehr schön.
Die Krähe haben wir noch, sei Mitschöpfer an der Seite deines Allgeistes. Und das ist natürlich die schönste Karte, wo du jetzt führen kannst, weil du eben das Leben wieder für dich in die Hand nimmst. Raus aus jeder Abhängigkeit, raus aus jeder Zuwendigkeit. Es geht für dich jetzt nur noch einen Weg und das ist deine potenzielle seelische Fülle. Und die wirst du heute nicht erreichen, aber den ersten Schritt dafür setzen. Und das ist doch das Allerwichtigste.